gegen 4 Uhr heute Morgen brach das Feuer an der Aachener Straße in Düsseldorf aus. Der Dachstuhlbrand drohte auch, sich auf Nachbarhäuser auszuweiten. Die Feuerwehr rückte mit über 80 Einsatzkräften an. Ja, wir sind heute Morgen um 4.40 Uhr zu der Einsatzstelle Dachstuhlbrand gerufen worden. Die ersteintreffenden Fahrzeuge nach 5 Minuten hatten sofort mehrere Personen mit Drehleitern zu retten, die an den Fenstern standen. Aus allen Fenstern, Treppenräumen und im Dachbereich sah man schon Feuerschein. Notzelte werden von der Feuerwehr aufgebaut, Verletzte betreut. 17 Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen, darunter auch 2 Kinder. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die Morgenstunden an. Die obersten Etagen des Wohnhauses sind komplett ausgebrannt und einsturzgefährdet. Wann die Bewohner wieder in ihre Wohnung zurück dürfen, ist noch unklar.